Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zur dritten Episode hier bei Game of Thrones Winter is Coming. Ja, ich habe ein bisschen offscreen hier weiter gedaddelt. Einige Tage sind ins Land gezogen. Ich finde das schön, wie die hier immer aus dem Tor raus und wieder reingehen. Ja, ich wurde sogar zwischendurch einmal angegriffen von einem Typen, der irgendwie viermal so viele Soldaten hatte wie ich. Keine Chance, aber ja gut, ich habe jetzt wirklich fast verloren. Passt schon, war so ein kleiner Testangriff. Ja, aber das hat mich dann da doch dazu gebracht, hier meine Gebäude mal ein bisschen aufzurüsten. Ich kann hier mal gerade ganz gut drüber gehen. Man muss die Gebäude auch teilweise aufrüsten, um zum Beispiel Stadtmauer, Kaserne und dann die Burg auch weiter auszubauen, die aktuell auf Stufe 9 ausgebaut wird. Ja, meine Soldatenanzahl hat sich mittlerweile auch ganz gut erhöht, möchte ich mal anmerken. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge irgendwie knapp 1000 oder so. Mittlerweile habe ich fast 5000. Der Typ, der mich damals angegriffen hatte, irgendwie vor ein, zwei Tagen, hatte auch über 4000 Soldaten. Ja, das ist so die aktuelle Menge. Auf Tech 2 bin ich hier noch nicht, auf Tier 2 quasi, aber hiervon habe ich mir doch schon eine ganz ordentliche Menge zusammengeschustert. Also wir können hier gleich ein bisschen besser aufräumen, denke ich mal, und hier auch die Kampagne bei dem Baum weitermachen. Ja, Sachen gebaut, Sachen ausgebaut. Geforscht habe ich auch einiges. Ich kann mal hier ein bisschen drüber gehen, was ich so gemacht habe. So, ich habe zum Beispiel bei Wissenschaft und Produktion hier so ein bisschen was gemacht, kann man hier sagen. Speziell Stein ist gerade gute Mangelware bei mir. Aber auch hier habe ich die Ingenieurskunst erforscht und ich habe hier auch schon ein bisschen weiter gemacht. Ich kann nun primitive Wachtürme bauen, einfache Stachelfallen und die Steinschlagfalle. Für meine Mauern. Habe ich noch nicht gemacht, will ich machen, wenn die Burg fertig ist. Ja, hier habe ich auch schon ein bisschen was gemacht. Spionage, was immer das genau bringt. Und auch hier bin ich schon ein bisschen versiert. So, was mir zwischendurch gesagt wurde, ich soll doch mal in meine Schmiede reingehen. Das werde ich auch gleich mal machen. Beim Schmied kann ich mir Sachen für meine Offiziere irgendwie machen lassen. Ich verbessere gerade mal einfach die Schmiede, einfach weil ich es kann. So, Schmiede wurde verbessert auf Stufe 2, sehr gut. Ach komm, machen wir auch gleich Stufe 3, noch ist es ja free hier. Absolut free. So, was kann man denn hier machen? Schmieden und Inventar. Okay, schmieden. Ach du Heilige, kann ich das irgendwie, kann ich hiervon was machen? Streiter-Set, was ist das denn? Materialkosten. Okay. Ich brauche hier scheinbar immer die Materialien, die ich finde. Und die muss ich farmen. Sehe ich das richtig? Ui. Uiuiuiui. Das gibt ja richtig gute Boni, möchte ich mal anmerken. Okay. Ich muss also Materialien farmen. Ja, kein Problem. Kriege ich sicherlich hin. Eine Allianz habe ich übrigens immer noch nicht, aber wer braucht das schon? Ich würde tatsächlich mal versuchen, die hier Platz zu machen. Wir werden sie mal auskundschaften. Pff, das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Hier, Freunde, Angriff. Angriff. Gar kein Problem. Die Rebellen wurden vernichtet. Absolut gar kein Problem. So, wir heilen hier mal einmal durch. Heilung abgeschlossen. Dann können wir die hier mal... was?
Ihr müsst die Quest von Kapitel 4 abschließen, um fortzufahren. Ach so, wir müssen jetzt hier quasi weitermachen. Ja, okay, gut. Ja, in dieser Episode gibt es ein bisschen Gemetzel. Machen wir. Kriegen wir hin. Ein neuer Kommandant hat sich eurer Armee angeschlossen. Okay. Formation. Es lädt. Wahrscheinlich meint sie Warp Stark oder so. Den haben wir letztes Mal bekommen, aber da er noch nicht so hoch im Level ist, genauso wie Varys, macht unser Autosystem immer ja unseren Charakter Quiz und Shayla. Ja, die beiden, ja, ich weiß gar nicht. Theoretisch könnte ich die hier schon trainieren, aber ich gehe einfach mal ins Battle. Ich gehe hier jetzt einfach mal ins Battle. So, die gute Sansa Stark möchte nämlich freigeschaltet werden bei dieser zweiten Kampagnenreihe, wie ich gesehen habe. Das kriegen wir doch locker hin. Gar kein Problem. Alter, und was, wenn ich dieses Gesicht hier schon sehe, ne? Wenn ich dieses Gesicht schon sehe, dann krieg ich schwer Aggressionen! Laute Musik! Ich kann auch laut sein! So, Spiel, würdest du bitte... Ach, Spiel, ich möchte jetzt keinen Cut machen. Bitte schon noch Spiel. Ich bin doch zu faul für einen Cut. Spiel! Ja? Ja? Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ach man, ich dachte, ich könnte die ganzen Rebellen jetzt einfach wegrotzen. Ach du Scheiße. Ja, guck mal hier. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Easy. Ich habe mittlerweile so viele Soldaten. Ich glaube, ich werde das ein bisschen durchrocken, habe ich so das Gefühl. Tü. So, dann machen wir hier ein bisschen E. Ein bisschen E. Da darf ich nicht E machen. I'll give you a head start. Was? E, W. Ich kann nichts machen. Ich kann es machen. Hallo, E, W. Hallo, E. Ich kann die Fähigkeit nicht einsetzen. Hallo. I'll give you a head start. Ja. Hat jetzt auch so funktioniert, aber irgendwie konnte ich die Fähigkeit nicht einsetzen. Das war jetzt so ein bisschen doof. Easy, gar kein Problem. So. Ja, komm, kriegen wir hin. Ich meine, das war jetzt relativ einfach, da werden wir das nächste wohl auch schaffen, selbst ohne Fähigkeiten. Das dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Wieso hat der Typ hier so einen mega langen Speer? Was ist hier los? Oh, ich muss mal anfangen, Game of Thrones Staffel 5 zu gucken. Ja, holy shit. Ja, guck mal, es sind ja auch übelst wenige, ey. Ich kann ja gar nichts. Ich kann ja absolut gar nichts. History will remember me, not you. Okay, jetzt konnte ich eine Fähigkeit einsetzen. Wir machen das mal hier. So. Gar kein Problem. History will remember me, not you. Alter, sind die OP? Sind die OP? Jawohl. Mach sie weg! Elende Rebellen! Okay, wenn ich den Dude besiege, krieg ich Sansa Stark. Stark. Alles klar, dir, machen wir. Was? Ja, hier kommt fast schon Battle! Als ob der Letzte mich jetzt so schnell platt kriegt. Ja, das glaubt's ja wohl selber nicht.
Ich habe Soldaten. Es wurden übrigens auf dem Kontinent schon die ersten bekannten Festungen eingenommen, habe ich gesehen. Zwar noch nicht so wirklich im Norden, aber im Süden und im, ja, in der Mitte wurden durchaus schon die ein oder anderen Festungen eingenommen. Eine Gilde ist da besonders stark. Schauen wir mal, ob man da das Gleichgewicht ein bisschen ausgleichen kann. Das wäre doch sehr, sehr nice. Gar kein Problem. History will remember me, not you. So. Okay, wir haben schon ein bisschen was verloren. Das könnte heftiger werden. I'll give you a head start. History will remember me, not ein Problem. Oh, das wird aber knapp, ey. Und jetzt kommt noch der Mega-Boss, oder was? Ach du Scheiße. Simon Blackmire. I'll give you a head start. Simon Blackmire. No! Oh shit. I'll give you a head start. Ja, das ist jetzt nicht so ganz optimal gelaufen. Okay, es ist vielleicht ein bisschen stark. Ist auch ganz klar, wenig stark. Ist. Ich glaube, ich gehe mal lieber wieder zurück. Okay, dann haben wir ein bisschen aufs Maul bekommen. Ich hätte jetzt gedacht, wir schaffen das locker. Ich sollte vielleicht ein bisschen Robb Stark und Varys trainieren. Vielleicht sind die mit ihren Fähigkeiten ein bisschen stärker. Alter, aber wie stark ist der denn bitte, ey? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Die Armee hat ja quasi gar keine Chance gegen den. Also wirklich gar keine. Tja, wir stehen vor dem zweiten Zwischenboss, aber ich glaube, dafür muss ich noch ein bisschen stärker werden. Ich brauche vielleicht ein paar bessere Items. Ja, ich glaube daran, also ich brauche für den zweiten Boss bessere Items. Ich brauche mehr Armee. Schauen wir mal, ob wir da was regeln können. Vielleicht sollten wir auch mal ein paar andere Spieler angreifen und gucken, dass wir denen irgendwie Stein klauen, weil Stein ist doch Mangelware gerade. Stein ist echte Mangelware bei mir. Das kann man echt so sagen. Aber ich hoffe, unsere beiden Charaktere sind jetzt nicht tot. Also gut, wenn sie tot sind, sind sie tot. Da mache ich halt mit Robb Stark und Varys weiter, aber ich hoffe, sie leben noch. Ich hoffe, meine Soldaten leben noch, wenn jetzt alle tot sind, habe ich natürlich Probleme. Die aufzubauen hat echt ein paar Tage gedauert. Okay, holen wir uns erstmal ein bisschen was. Das haben wir auch gemacht. Erfahrung. So. Kaserne. Wie viele Soldaten haben wir noch? 4806. Okay, ich habe glaube ich ein bisschen was verloren, oder? Ja, ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen muss ich irgendwie heilen, oder? Nee, okay, scheint extra zu zählen. Ja, das ist natürlich belastend. Habe ich hier irgendwie einen Kommandanten verloren? Schauen wir mal gerade in das Overlay rein. Gut, das Overlay möchte nicht laden. Dann öffne ich die Truhe. Oh, ein 10 Minuten Beschleunigungsding. Das nehme ich doch sehr gerne. So, hallo, Kommandanten. Ich würde gerne, Dankeschön.
So, Shayla Stufe 5, ich Stufe 5. Ja, Warpstark und Vare sind beide doch Stufe 1. Vielleicht sollte ich sie irgendwie... Kann man die irgendwie gezielt trainieren? Ja, wahrscheinlich, wenn ich irgendwie auch andere angreife oder so, oder? Würde ich jetzt mal so vermuten. Was lädt ihr denn hier so lange? Ah. Militär. Hä, das wollte ich doch gar nicht. Ich habe doch hier drauf geklickt, dann hier drauf. Okay, verstehe ich nicht. Dann mache ich mal ihn hier weg. Quest von Kapitel 4. Ich habe doch... Was, what the fuck? Ey, der Typ... Wieso? Der Typ ist doch so schlecht, ey. Verdammt, ich muss den... Ich könnte den hier clearen, wenn ich das hier geschafft hätte. Aber das hier schaffe ich halt nicht. Das ist natürlich sehr... Ach so, Lolli, jetzt komme ich hier hin. Okay, ich könnte Vares befördern. Ja, das mache ich doch mal hier für 200. Was haben wir denn hier? The absence of desire leaves one free to pursue other things. Befördern. Alles klar. Fähigkeit hat ein Spinnennetz. Okay. Ja, nice. Das ist voll gut. Okay, ist jetzt Level 2 oder so? Equip. Ich könnte ihn noch weiter befördern. Nee, nicht genügend Items. Okay. Warte mal, das heißt, ich könnte meinen auch befördern. So many secrets still lie buried. Fördern? Nee, mir fehlt irgendwie noch ein Item. Nee, Vares ist immer noch Stufe 1. Okay, ich sollte sie mal was machen lassen, habe ich so das Gefühl. So, was haben wir denn hier für eine neue Nachricht? Es gab übrigens... Achso, dass er Stufe 2 erreicht hat. Ja, es gab übrigens innerhalb der letzten Tage einige Updates, einige neue Events irgendwie. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass man sich auf den Winter vorbereiten soll. Okay. Also, ich fasse zusammen. Die Typen kann ich nicht angreifen, weil ich hier in der Baumkampagne noch den Endboss besiegen muss. Den Endboss kriege ich aber nicht platt, weil meine Leute zu scheiße sind. Das heißt... Warte mal, Festung wird ausgebaut, Technologie wird erforscht, ausbilden... Ja, da wären wir wieder bei meinem Steinproblem. Okay, Freunde, wir brauchen Stein. Wir brauchen mehr Stein für mehr Soldaten. Das ist das A und O. Ich werde jetzt mal gerade in die Overworld gucken und gucken, ob ich vielleicht ein paar Steinvorkommen raiden kann. Ob ich vielleicht auch ein paar NPCs raiden kann. Vielleicht sogar ein paar andere Spieler angreifen kann. Schauen wir mal. Schauen wir doch einfach mal. Ich hätte es ehrlich gesagt gedacht, ich kann mir Sansa Stark in dieser Folge holen. Aber der zweite Endboss, beziehungsweise Zwischenboss, der ist so ein bisschen stark möglicherweise. Und bei den Rebellenlagen konnte ich halt auch nur eins machen. Komm schon. Spiel, das dauert doch nicht so lange. Ich weiß es doch. Wir wissen es doch alle. Ich finde es übrigens schön, wie hier im Hintergrund so eine übelst riesige Giga-Explosion zu sehen ist. Ich frage mich, ob da in der Serie noch irgendetwas passiert, sage ich mal. Ich bin ja gerade, also die ersten vier Staffeln habe ich mittlerweile gesehen. Die fünfte Staffel werde ich mir demnächst mal angucken. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, hier bin ich. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Dorn, östliche Wüste. Eine Mine, was kriegen wir hier? Das Material, das interessiert mich jetzt nicht. Kriegen wir hier irgendwo... Was haben wir denn? Ein Rebellenwachposten.
ein Rebellenwachposten. Okay. Okay, man kann da diesen Rebellenwachposten. Das ist ja voll wenig. Warte mal, wenn ich diesen Rebellenwachposten angreife, könnte ich so einen 60 Minuten Beschleunigung. Oh, Alter, gibt's hier Loot? Gibt's hier Loot? Empfohlene Wertung 1000. Was haben wir hier? Durchhaltevermögen, das ist das Rote. Alter, Freunde, greift den an. Greift den an. Hinter, Atami. Okay, wie lange brauche ich? Eine Sekunde. Ja, das ist jetzt ja nicht so mega viel. Okay. Habe ich gewonnen? Das ging jetzt relativ schnell. Kampfbericht. Okay, warte mal, was haben wir denn hier? Victory. Ja, nice. Ich habe ein 60 Minuten Beschleunigungstool bekommen. 5000 Eisen, 3000 Gold und einen Eisenbarren. Ja, nice. Ja, läuft. Okay, haben wir das Rebellenlager hier platt gemacht. Was ist denn mit diesem Boten hier? Okay, da muss ich erst in der Allianz sein. Besieg den Rebellenanführer. Boten, Junge. Okay. Pflasterstein. Ach, hier kann man. Ah, lol, das sind die Items, die ich zum Bauen von Sachen brauche. Rebellenwache. Ja, Veteran. Da gehe ich noch nicht hin. Sturmlande-Rebell. Rebellenwachposten. Marschdauer 31 Sekunden. Den schnappen wir uns. Hallo? Den schnappen wir uns. 31 Sekunden. Angriff. Go. Den schnappen. Hä? Wo läuft der denn jetzt hin? Ach so, da hinten. Okay. Können wir dort jetzt auch. Wir können tatsächlich zugucken hier. Schön, wie ich hier durch alles durchreite einfach. So, 3000 Volt nehme ich mir mal eben mit. Okay, kann ich vielleicht schon meine Nachbarn so ein bisschen ausspielen? Festungsstufe 8 habe ich schon. Ich habe zum Beispiel Festungsstufe 4. Kann ich ihn irgendwie ausspionieren? Schnitzel. Okay, Kampfbericht. Was haben wir hier? Erbeutet. Wieder 61 Minuten. Button 5000 Holz und 10.000 Getreide. Ja, gut, dass mein Getreidespeicher schon seit geraumer Zeit voll ist. Finde ich gut, dass ich noch mehr Getreide plünder. Ich habe zu viel Essen. Leute, ihr müsst mehr fressen. Okay, ich würde mal sagen, wir gucken uns mal diesen Level 4 an. Vielleicht hat er irgendwie hier Stein geplündert. Ich könnte echt Stein gebrauchen, ehrlich gesagt. Auskundschaften. Ja, komm. 400 Gold, kein Problem. So, Bericht. Auskundschaften. Was hat er denn so? Nichts. Wow. Okay, das ist inaktiver. Das hat nichts gebracht. Aber er hier, Level 5, er scheint doch aktiv zu sein. Na, gucken wir mal, was unser Kundschafter sagt. Was? What? Das kann gar nicht sein. Der hat doch über 20, das ist doch ein Witz, ey.
Der hat doch niemals 20.000. Okay, ich habe einen zu geringen Spionagewert. Boah, der hat natürlich schon, echt viel Sachen. Er hat Hetzwandel. Das kann nicht sein. Das kann unmöglich sein. Seine Burg ist gerade mal Level 5, meine ist Level 8 und ich habe... Das kann nicht sein. Ach, das ist seine Wertung oder was? Nee, warte mal, was... Was stand in dem Bericht jetzt drin? Der hat doch über 20.000 Soldaten, ey. Verteidigungsarmee, ungefähr 20.000, das kann nicht sein. Scheiße, das ist natürlich jetzt ungünstig. Haben die alle schon so viele Soldaten gebaut? Wir kundschaften mal ihn aus. Hier muss doch irgendwas zu holen geben. Hier muss doch irgendwas zu holen geben. Das kann doch nicht sein. Gold, Holz und Getreide. Gibt es da jemanden? Gefällt ein Kommentar von mir. Sehr interessant. Ah, scheiße. Ich scoute mal ein bisschen. Wir finden doch bestimmt hier noch ein Ziel, oder? Doch bestimmt noch ein Ziel. Hier schon wieder verteilst du mir ungefähr 20.000. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das glaube ich einfach nicht. Ich meine, ich habe knapp 5.000 und ich bin schon relativ weit. Das kann nicht sein, ey. Das kann absolut nicht sein. Ich brauche eine bessere Spionage. Ich brauche eine bessere Spionage, ansonsten kann ich die nicht ausspionieren hier. Also, ich kann hier nochmal gerade gucken. Ein bisschen in die Richtung. Aber, das sind halt Angaben, mit denen kann ich nicht arbeiten. Der hat einfach mal gar nichts. Der hat einfach mal gar nichts. Was ist dieses Rebellenlager hier? Okay, Rebellenlager im Namen einer Allianz. Ich habe noch keine Allianz. Okay. Das ist natürlich jetzt, okay, warte mal, dann greife ich einfach mal, ihn hier, würde ich sagen, an. Ich meine, wenn wir einen Teil von dem Gold kriegen, wäre das schon ziemlich nice. Er war das, okay. Na komm, Angriff, Freunde, jetzt geht's los hier. Zack, wir greifen ihn an. Marschieren! Marschiert durch den Sand! Ein bisschen beschleunigen könnten wir das. Oh, okay, können wir nicht. 4000 Getreide, nehmen wir mal mit. Alles klar. Die Armee des Blub 340, sie marschiert durch den Sand. Die letzte Aktion für diese Folge. Ich werde diesen inaktiven Spieler angreifen, weil ich so mega krass mutig bin. Oh, bin ich mutig. Ich bin so unglaublich mutig. Okay, gehe ich mal gerade zurück in die Stadt. Baue noch ein bisschen was und dann soll es das für diese Folge auch gewesen sein. Scheiße, ey, wieso habe ich diesen zweiten Zwischenboss nicht besiegt? Ich hätte echt gerne Sansa Stark in dieser Folge bekommen. Ich bin einfach so scheiße in dem Spiel, ey. Okay, schauen wir mal. Infanterie kontert Speerkämpfer. Speerkämpfer kontert Kavallerie. Kavallerie kontert Infanterie. So sieht es aus. Und die Bogenschützen kontern irgendwie alles und werden von allem gekontert. Ja. Interessant, dass Bogenschützen hier so die neutralste Einheit sind. Kann man auf jeden Fall mal machen. Das Einzige, was mir noch einfällt, würde ich müsste offscreen irgendwie Wobb, Stark und Varys trainieren. Und mit den beiden vielleicht dann nochmal in trainierter Form den zweiten Boss versuchen. Ansonsten
Ja, mehr Einheiten bauen, aber für mehr Einheiten brauche ich mehr Ressourcen. Das heißt, ich muss einfach tagelang sparen. Dann habe ich auch irgendwann eine Armee. Zerklopft die dann auch. Oh, das hat sie nach einem Kampf angehört. Das hat sie nach einem Kampf angehört. Mal gucken, was ich erbeutet habe. So, schauen wir doch mal. So, Victory! Ja, sehr gut, Victory. Boah, geil. Er hatte einfach mal gar nichts. Was habe ich denn gewonnen? Ressourcen erlangt. 8800 Getreide. Ja, kann man machen. 4000 Holz und 8300 Gold. Ja. Leider keine Erfahrung bekommen. Oh, mittlerweile gibt es auch Kampfdetails. Die gab es vor ein paar Tagen noch nicht. Das haben sie hinzugefügt. Ja, der Gegner hat einfach mal keine einzige Einheit gebaut. Das ist natürlich, ja, souverän, möchte ich mal sagen. Warte mal, dann kann ich euch eigentlich gerade mal den Kampf zeigen. Das ist schon... Warte mal, doch hier, das hier ist es. Kann ich jetzt auf Kampfdetails gehen? Ja, wie weit der schon war? Chris Level 19. Hier, Shayla oder Shaker oder wie die hieß, Level 19. Rob Stark Level 19. Ja, wie stark der einfach nur war. Genau, da hatte ich noch 1024 Einheiten, als er mich angegriffen hat. Er hatte 4600. Mittlerweile komme ich da auch gut dran, aber... What the fuck, wie hat er die denn so krass gelevelt? Also ich habe jetzt auch so eine Armee, aber meine sind halt erst so Level 3. Und ich kann auch nur zwei in meine Armee packen und nicht drei. Wie hat er die denn so krass gelevelt, bitte? Wie hat er das denn gemacht? Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich durchaus fragwürdig. Ich nähere mich auf jeden Fall so langsam den 100.000. Okay, also den Typ mir, den kriege ich nicht platt. Den schaffe ich nicht. Den schaffe ich einfach nicht. Das ist echt ungeil. Okay, ich würde mal sagen, ich werde offscreen ein bisschen in die Materie hier eintauchen und mir mal angucken, wie ich den zweiten Zwischenboss am besten besiegen kann. Den hier kann ich ja, den darf ich einfach nicht angreifen. Ich darf ihn erst angreifen, wenn ich den zweiten Zwischenboss besiegt habe. Dann kriege ich dieses Gebiet hier. Das ist echt ungeil. Es ist echt, echt ungeil. 4806. Kann ich vielleicht irgendwie leichte Sperrkämpfe? Ja, ich könnte. Ja, ich habe nicht genug Stein, oder? Ja, mir fehlt es echt an Stein. Mir fehlt es echt an Stein. Okay, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge kloppe ich hoffentlich den zweiten Zwischenboss um. Ich werde dann auch wahrscheinlich hier bei der Mauer, wo ich aktuell ja nichts bauen kann, weil ich noch die Burg ausbaue, hier bei Befestigung. Ich werde auf jeden Fall ein paar Steinschlagfallen einbauen, ein paar einfache Staffelfallen und auch diese primitiven Wachtürme, damit ich mich ein bisschen besser gegen Angriffe verteidigen kann. Eine letzte Sache, die ich vielleicht noch machen könnte, wir können uns mal ganz kurz die World Map angucken, wie es aktuell so aussieht, wer welche großen Städte erobert hat und wo vielleicht gerade was abgeht. Ihr werdet sehen, eine Allianz ist ja schon relativ gut und krass dabei tatsächlich. Die hat schon, ja, so einiges erobert, sag ich mal. Die ist schon richtig, richtig gut dabei. So, komm, Spiel. Spiel, ich will doch nur noch das eine zeigen. Ich bin mal gespannt. Also, das Spiel, es hat sehr viele verschiedene Elemente, sehr viele verschiedene Facetten. Es ist umfangreicher, als man denkt. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich vom zweiten Zwischenboss quasi besiegt werde, nachdem ich die ganzen Vorwellen doch relativ easy besiegen konnte. Aber der Zwischenboss, der hat es einfach drauf, muss man sagen. Der hat es einfach drauf.
Oder ich bin einfach zu mega scheiße. Meine Formation ist kacke, alles ist kacke, ich weiß es nicht. So, wir gehen mal in die Kontinentalansicht. Ja. Wir gehen in die Kontinentalansicht. Ich kann hier gerade nichts mehr klicken. Spiel. Ich gehe nochmal raus. Ich gehe nochmal in die Kontinentalansicht. Spiel. Hallo. Gut, dann öffne ich erstmal die Truhe. Sollen wir aufrecht sein. So, jetzt aber. Kontinentalansicht. Hallo. Ich will doch nur noch eine Sache zeigen. Spiel. Holy shit, ey. Jetzt hab ich doch mal in die fucking Kontinentalansicht. Das geht, aber nicht die Kontinentalansicht. Ist die Kontinentalansicht das verbuggt? Hallo. Das soll zum Scherz sein. Kann ich irgendwie hier manuell... das dauert doch ewig, wenn ich jetzt hochgehe, oder? Warte mal. Hier müsst ihr irgendwo... Hier müsst ihr irgendwo eigentlich gleich... Da das Spiel mich ja gerade nicht in die andere Map lässt. Oh, cool. Die Schwarzwasserbucht. Okay, warte mal. Da müsst ihr hier ja... warte mal. Vor Ort von Köln. Ja. Was ist das denn hier? Mahlzeit. Okay, warte mal, müsste hier nicht dann irgendwo. Wo ist denn vor Ort von Königsmund? Ja, ich suche doch Königsmund selber. Wo war das nicht hier irgendwo? Ah, hier. Hier ist es ja. King's Landing. So, kann ich da draufklicken? Ich kann doch da draufklicken, oder? Dann sehe ich, wer aktuell King's Landing erobert hat und König des Servers ist. Keiner. Ja, sehr gut. Keiner. Das ist jetzt nicht besonders viel. Aber es gibt eine Gilde. Ich kann hier leider echt... Es passiert halt nichts, wenn ich hier draufklicke. Ich würde euch das wirklich gerne zeigen, aber... Es passiert einfach nichts, wenn ich hier draufklicke. Schade. Na gut. Dann zeige ich euch das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Game of Thrones. Winter is coming, dann mit hoffentlich viel, viel mehr Soldaten, viel, viel stärkeren Anführern und einem toten zweiten Zwischenboss. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann und ciao.